So Leute, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 19 mit dem Spiel Hoffenheim gegen Hannover 96. Ich habe ja vorhin gesagt, ich werde noch ein weiteres Spiel aufnehmen und genau das tue ich auch, und zwar nehme ich das Spiel gegen Hoffenheim jetzt noch auf und danach wird erstmal hochgeladen. Das heißt also, wenn ich diesen Part hier aufgenommen habe, dann sollte das Spiel gegen Nürnberg, dann sollte das Spiel gegen Stuttgart schon online sein. Und das Spiel gegen Hoffenheim hier, das wird dann so am Abend online sein. Oder spät Nachmittag. Naja, machen wir jetzt gleich erstmal das Spiel. Erstmal letztes Spiel wieder 4-1 Sieg gegen den VfB Stuttgart und jetzt geht's gegen Hoffenheim. Wie wir sehen, Werder Bremen immer noch Tabellenführer mit nur einem Punkt, aber wenn wir einen Sieg holen, sind wir wieder an denen vorbeigezogen. Wow, sollte das bis zum 34. Spieltag so weitergehen, dann müssen wir am 34. Spieltag einen Sieg holen, um an Bremen vorbeizukommen. Aber man sieht ja, die sind jetzt nur einen Spieltag vor uns gerade, aber wir spielen ja auch gleich den 24. Spieltag. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt gleich wieder die Aufstellung fertig machen. Und nebenbei kommt natürlich die Hymne des Gastgebers TSG 1899 Hoffenheim. Bis gleich in der Arena. Liebe Hoffenheim, der Kreisgau taumt und wir sind mittendrin und stimmen alle ein. Hoffe, hoffe, wir sind Hoffe, 1899 Hoffenheim, wir kämpfen, siegen, geben niemals auf. Super Hoffe, TSG, hoffe, hoffe, wir sind Hoffe. Hoffe, wir sind Hoffe in den Farben.
99 Super Hoffenheim. Nur damit es jeder weiß. Nur damit das jeder weiß. Schlägt der Topscorer heute wieder zu? Das ist die große Frage dieses Spiels. Die Antwort gleich bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Ja, willkommen in der Rhein-Neckar-Arena. Willkommen zu Hause zum heutigen Spiel. Bei dem Wetter wahrscheinlich die beste Entscheidung, die Wohnung nicht zu verlassen. Es regnet in Strömen. Da schauen wir mal, wie die Spieler mit diesen Wassermassen auf dem Rasen zurechtkommen. Heute heißt es also Hoffenheim gegen Hannover 96. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen. Ja, da kann man mal von ausgehen. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Und so gehen es die Hannoveraner an. Für sie geht es heute in der 4-3-3-Formation in dieses Spiel. Und in der Mitte der Stürmer ist wohl, wir kennen das, ein Stück zurückgezogen. Das ist diese falsche 9. Hannover 96 präsentierte sich letztens sehr stark bei diesem Auswärtserfolg, als man das mit dem VfB Stuttgart zu tun hatte. Der 4-1-Sieg war ziemlich überzeugend, aber ich glaube nicht, dass sich das so in der Form heute wiederholen lässt. Ja, das sehen wir denn. Los geht's. Es kann losgehen. Anstoß Hoffenheim. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Kurze Flanke. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Griffo. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Das könnte gefährlich werden. Und das jetzt wird es Einwurf geben. Und es regnet. Den macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Griffo. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Dem hier bei. Hoffenheim mit der Ecke. Nicht schlecht. Die Ecke kommt. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Ja, da müssen Sie aufpassen. Da kommt der Pass auf außen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gut aufgepasst. Und das dachte ich schon, es gibt Ecke. Dann nochmal die Parade von Michael Esser. Und da ist der Ball wieder weg. Griffo.
Idee mir bei. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Kramaric! Oh, und das war 1-0. Alter, das war mal richtig gut geschossen. Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Vogt, Nordfight. Nico Schulz. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Bebu. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Albornoz. Geht nach innen. Und da verlieren sie den Ball. Dem hier bei. Das könnte die Chance werden. Das war der gut. Schade. Oh, schade. Fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Füllkrug. Da kann er ihn stoppen. Griffo. Nun Kalerabek. Hereingabe. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Dem hier bei. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Da fängt er die Flanke ab. Griffo. Hübner. Pavel Kalashabek. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Da gewinnt er den Zweikampf. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Griffo. Pavel Kalashabek. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Albornoz. Guter Ball nach draußen. Vorteil und Möglichkeit. Foul. Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Keine andere Option für den Referee. Er wird den Ball reinbringen. Und was könnte Ivar Fosso? Oh, schade. Richtig gut geköpft, aber der Torwart ist da. Wir haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Nun Kalerabek. Nordfight. Auf außen ist jetzt Platz. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt kann er flanken. Den Ball hat er. Ganz souverän. Sie
Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Wenn die Fans so eine Wahnsinn... Super Pass. Den spielt er gut. Oh, da haben sie natürlich Pech gehabt. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. Kevin Vogt. Dem hier bei. Griffo. Kaderabek. Tolles Zuspiel. Jetzt eine gute Flanke. Vincenzo Griffo. Florian Grillitsch. Ah, das ist natürlich schwach. Ganz klar war ein harmloser Ball und der Trainer ist stinksauer. Er nimmt ihm den Ball ab. Kramaric, dem hier bei. Schönes Zuspiel. Jetzt schießt er. Gibt Ecke und die Chance, die Führung hier auszubauen. Die machen gerade richtig Druck. Jetzt die Ecke. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Schießt er ihn rein. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Gutes Technik. Füllkrug. Und damit sind sie am Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. So, alle können sich wieder beruhigen. Die unmittelbare Gefahr ist jetzt erstmal beendet. Abwehr ist wieder da, Konterchance vertan. Macht er ihn. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Den Ball kann er abfangen. Füllkrug. Jetzt vielleicht. Chance lebt noch. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Und jetzt ein Schuss. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Da kommt er raus und hält den Ball. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Da ist Platz. Da passt er auf. Nun Kaderabek. Jetzt können sie vielleicht kontern. Tja, Abwehr ist wieder da, das war's mit dem Konter. Da waren sie zu langsam. Nico Schulz. André Kramaric. Hereingabe jetzt. Da können sie erstmal klären. Füllkrug. Hübner. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Nordfeil. Er ist da und kann den Ball hier klären. Jetzt wird's gefährlich. Oh, schade. Knappe Pausenführung. Halbzeit. Das Ding hier ist aber es ist noch nicht vorbei. Und ich werde noch nicht wechseln. Und das Spiel geht weiter. Leider nach wie vor in strömendem Regen. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Kramaric. Kaderabek. Klasse Zuspiel. Pavel Kaderabek. Kurze Flanke jetzt. Gut aufgepasst, so wird das hier nicht gefährlich. Und das ist der Ballverlust. Abgepfiffen, abseits. Sorg. Ja, schwacher Ball hier.
Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Sie kommen jetzt über außen. Jetzt eine gute Flanke. Und jetzt die Chance. Dann konnte ich nichts machen. Diese Partie jetzt doch mehr oder weniger. Sieht im Moment gut aus. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Da kann er klären, gut aufgepasst. Kaderabek. Dem hierbei. Bald ist es soweit, das nächste Spiel in der Bundesliga für 8. Schönes Zuspiel. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Und er schießt. Oh, das könnte es. Oh, schade. Der hätte drin sein müssen. Und dann verhindert das Alu diesen Treffer. Eine unglaubliche Szene. Und wir schauen kurz, wie der kommende Gegner von Hannover 96 heißt. Ran geht es gegen Leverkusen. Im nächsten guter Pass. Kerem Demirbay. Jetzt vielleicht. Abgeblockt. Für Hoffenheim. Hoffenheim wechselt. Wir sehen einen Wechsel. Schicke Fossum nach vorne. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Oh, geh ins Aus. Richtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Dem hierbei. Nico Schulz. Amiri. Pavel Kalashavec. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Füllkrug. Das ist die Chance jetzt. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Den hätte Füllkrug aber ein bisschen kontrollieren müssen. Wir sehen einen Wechsel bei Hoffenheim. Buschi. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg hat. Schöne Aktion. Hereingabe. Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut gehalten. Sie kommen über den Flügel. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Das frühe Pressing jetzt. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Nun Kaderabek. Auf außen ist Platz. Und er gewinnt den Zweikampf. Ganz klar, Freistoß. Dann muss er Freistoß pfeifen. So, Hoffmann hat dreimal gewechselt. Wir können noch einmal wechseln. Füllkrug. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Chance zum Anschlusstreffer. Die Gelegenheit. Jetzt können sie klären. Hätte sonst gefährlich werden können. Sehr gut aufgepasst. Füllkrug.
Er versucht. Und der Anschlusstreffer. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Wird das eine Torchance? Sie suchen das Loch in der Abwehr. Da ist die Flanke. Das Tor und das 3:1. Für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können wir jetzt spielen. Ah, ich gebe dennoch nicht auf. Werden. Hä? Wo wollt ihr denn hinpassen jetzt? Amiri. Er passt ihn auf den Flügel. Flanke bleibt hängen. Und geklärt hier vom Torhüter. Nadim Amiri. Dem hier bei. Da passt er auf und hat den Ball. Super dazwischen gegangen. Sie kommen jetzt über außen. Flanke jetzt. Da macht er ihn rein. Okay. Das ist wohl gewesen. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal durchziehen. Ja, der Tipper gehört zur Hälfte in die Vorlage. Über keinen Fall. So, da hat die Abwehr und Klinkler keine Chance. Nee, die Chance hat gesagt. Klasse vorbereitet der Tipper. So, das war eigentlich ein Ziel. Das ist die Runde. Das ist eine klare Angelegenheit. Wer ist der nächste Gegner? Muss ich sagen. Der kommt der Gegner von oben. Kevin Vogt, dem hier bei. Sie kommen über den Flügel. Kommt jetzt die Flanke? Muss Abschuss geben, gibt auch. Also, das Spiel, muss ich sagen, werden wir diesmal nicht gewinnen können. Also wird das unsere zweite Saisonniederlage. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Das war mir schon klar, weil ich. Guter Pass. Die meisten Spieler sind ein bisschen abgeschwächt gewesen nach dem Spiel dem hierbei gegen Stuttgart. Das Zusammenspiel läuft richtig gut bei Ihnen. Pass um Pass kommt da an. Die Spieler bieten sich an, gehen in die Räume. Das ist gut. Und diesmal steht Hoffmann defensiv viel zu gut. Dem hierbei. Amiri. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion.
Hereingabe. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Es gibt drei. So, ich werde dann aber auch gleich hinterher das Spiel gegen Leverkusen machen. Allerdings wird das in einem anderen Part sein. Aber das wird noch heute. Hübner. Dem hier bei. Kaderabek. Da ist die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Er will. Ja. Das ist der Sieg für die. Das war's dann. Da konnten wir diesmal nicht. So, wir sind weiterhin mit einem Punkt hinter Werder Bremen. Gut, wir müssen hoffen, dass die Unentschieden spielen. Die müssen gegen Schalke. Na gut, Leute, wir sehen uns dann auch gleich wieder zu Let's Play FIFA 19. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like und einen Kommentar da und abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wie gesagt, gleich geht's dann weiter mit Leverkusen. Bis dann.